Weiß noch nicht, aber vielleicht komme ich wieder. Vielleicht. Mal schauen. So, jetzt schnappen wir uns den Anhänger und das restliche Holz. Und dann machen wir uns vom Acker. Warte, nee. Ich nehme meine Kaffeetasse, um sie dann wieder wegzustellen, ohne was zu trinken. Ich bin großartig. Meru, Meru, Meru! Einen schönen guten Abend! Wenn du schnell Geld mit deinem Schaf verdienen willst, dann frag bei den Shippen-Deals an. Ja. Aber ich glaube, ich bin zu schmutzig. Ach, blöde Handbremse, meine Herren! Diese blöde Handbremse. Da ist eine Dame am Tor, sag hallo. Bei uns ist eine Dame am Tor? Ach, wir haben so viele Quests gerade. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen Lucky-Lucky machen. Ich bin ja so weit von der Achsel entfernt. So. Ach, komm schon. Warte. Ankoppeln. So. Ich mache mir einen schönen Tee. Heute gibt es Birne Vanille. Ich glaube, heute mache ich eine teefreie Zeit. Heute machen wir eine Tee. Du brauchst was für die Nerven? Ja, nein. Da gibt es nichts, was du gebrauchen kannst. Also, so viel Schokolade kann keine Schokoladenfabrik herstellen. So. Ah, ich vergaß, ne? So, Enter. Und dann werden wir uns das Holz gleich mitnehmen. Wir haben es ja schließlich auch geschlagen, ne? So, da lang. Enter. Da. Oh, wisst ihr noch, wir haben probiert, wie viel Stangen wir darauf kriegen. War das Friedhelm gewesen, der gesagt hatte, so und so viel Stangen kriegt man darauf? Irgendwas war da gewesen. Unsere Proxima nimmt heute Earl Grey. Eine ganz andere Geschichte gehört. Jeder hat schon davon gehört. Das darfst du niemandem erzählen, weißt du?
Vielen Dank, liebe Sonja, für das Sprechverbot. Ich habe es damit eingelöst. Dominik, schlaf gut. Willkommen zurück. Und dir, liebe Sonja, wünsche ich natürlich auch eine gute Nacht. Die süßesten Träume, die du dir vorstellen kannst, gehen auch zu dir. Und einen wunderschönen guten Abend, liebe Miri. Tja, ich hätte es beinahe überlesen. Das war das Tier. Ja gut. Ich sag mal, da das Tier immer so lieb zu mir ist, erlaube ich dem Tier das auch. Aber nur deswegen. Ich glaube, wir hätten das mal gleich, warte mal, wir hätten mal hier abbiegen sollen. Wir biegen mal hier ab, auch wenn das jetzt hier nicht so günstig war. Ach. So. Und schmeißen das mal hier ins Wasser. Oder wollen wir das lieber noch nicht ins Wasser schmeißen? Können wir das eigentlich gleich ins Wasser schmeißen? Ich weiß es gar nicht. Ich würde es ja gleich ins Wasser schmeißen, weil dann ist es gleich rüber in die Dings, ne? Die Sägemühle gehört uns ja quasi, oder nicht? Oder wir stellen ihn jetzt erstmal hier hin und dann gucken wir mal weiter. Abkoppeln da, so. Ach, den Rest können wir laufen. Handbremse rein. Zack. Aussteigen. Ah, ich kann hier nicht aussteigen. Natürlich nicht. Ich kann ja nach rechts nicht, nach links nicht aussteigen. Ist ja gar nicht genug Platz, ne? Ach, Mann. Jetzt können wir aussteigen. Ist ja gar nicht genug Platz. Ja, ich würde es gerne reinschmeißen gleich, aber da ich noch nicht die Erlaubnis habe, die Sägemühle und so weiter. Ihr wisst es ja. Was haben wir denn jetzt für eine Uhrzeit? 15.29 Uhr. Wir gucken mal in unsere Quests, die wir alle haben. Gipfel des Berges. Der unvollendete Turm. Oben auf der Anhöhe steht eine seltsame Konstruktion. Villa Romana. In der Nähe gibt es ein Hotel und einen kleinen Laden. Vielleicht lohnt es sich, mit dem Besitzer zu sprechen. Bürgermeister Rhines Rettung. Besuche Abigail, Rhines Frau. Und triff Sascha. Da ist deine Dame am Tor. Sag Hallo. Sascha. Wo ist eine Dame am Tor? Gipfel des Berges, Villa Romana, vollendeter Turm. Ach hier, das ist da. Ach so, da waren wir oben gerade. Wir waren da oben gerade. Ja, da würden wir den alten Gabelstapler und 500 Sozialpunkte kriegen. Hier würden wir nur Sozialpunkte... Das können wir noch erledigen. Gipfel des Berges. Ja, ich würde sagen... Ich habe jetzt gerade keine Quest gesehen. Sind das auch Ausrufezeichen? Ich habe das vergessen. Denk dran, die Säge umzustellen. Sonst bekommst du Stämme anstatt Bretter. Ja, genau. Super, Mike. Ja, nur sie werden erst verarbeitet, wenn die Säge repariert ist. Stimmt, der alte Gabelstapler ist deutlich besser als der neue. Hatte ich damals nicht auch die Erfahrung gemacht gehabt? Ich glaube ja, du hattest recht. Oder? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, diese Quests mit dem Schäfchen suchen etc. pp., ne? Die waren doch... Die waren doch auch mit Dings gekennzeichnet mit Ausrufezeichen, oder?
Wir nehmen die Abkürzung. Wir laufen jetzt nicht den Weg. Wir nehmen jetzt hier wieder die Abkürzung. Ihr kennt das schon. Wir hopsen über Berg und tiefen, tiefen Tal. Denn da sitzt das kleine Ottilie. So. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Okay. Oh, hallo. Also, das erste Rezeptbuch haben wir. Und zwar für Fisch. Und mehr Kraft und Ausdauer, aber nicht viel Erfolg beim Handeln und bei der Damenwelt. Sofort nach dem Kauf findest du es in deiner Umkleide zu Hause. Das ist, das haben wir jetzt ja nicht, ne? Wir haben ja nur Schlips und Kragen und dieses hier, Arbeitskleidung, ne? Ich würde dieses noch dazu kaufen. Ist das sinnhaftig, das zu kaufen? Dadurch haben wir mehr Kraft und Ausdauer, das wir ja als Schnösel nicht haben, ne? Als Schnösel sind wir ja Lappen, sozusagen. Mehr Kraft und Ausdauer, aber nicht viel Erfolg. Du besitzt dieses bereits. Geld sparen. Ja, ich weiß, dass ich Geld sparen muss. Das ist tatsächlich eine wahre... Du sprichst wohl wahr. Was hat die hier an Essen? Oh, Honig! Ich erinnere mich, dass wir Honig irgendwann mal gesucht haben. Wir haben irgendwann mal irgendwo das ganze Honig zusammengekauft. Aber ich weiß nicht mehr, wofür. Also das hier verkaufen wir mal. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da wären 6 Stück. Bier will ich nämlich nicht haben. So. Wir nehmen mal komplette Milch und Eier mit. Ich weiß nicht warum. Irgendwas sagt mir, wir brauchen das. Eier brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Wir nehmen das mal mit. Der Honig war teuer, ne? Oh ja. Ah, wir lassen ihn. Wir werden sehen. Wir lassen alles auf uns zukommen. So. Hallo, kann ich helfen? Was genau verkaufst du? Nicht wirklich viel. Früher habe ich mehr angeboten. Essen, Getränke, Erfrischungen. Ich habe auf Touristen gehofft, Wanderer. Du weißt doch, Umsatz. Aber sie haben den Turm nicht wirklich fertiggestellt und es schaut nicht so aus, als würde er jetzt jemals fertig werden. Wieso? Naja, es gibt Gerüchte, dass der Geldgeber versucht hat, den Bürgermeister zu bestechen und erwischt wurde. Oder hat er eventuell eben nicht bestochen und so die Genehmigung nicht bekommen? Da kann man sich nicht sicher sein. Die Leute reden, weißt du. Aber sie haben den Bau des Turms gestoppt. Also sieht meine Zukunft düster aus. Ich denke, ich werde mich bald nach einem anderen Job umsehen müssen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, dass sich alles zum Besseren wenden wird. Ich danke dir. Und vergiss nicht, wenn du frisches Obst hast, kaufe ich das gerne. Ich kann nicht viel zahlen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Ich muss los. Bis bald. Gut. Also, sie braucht hier Kundschaft. Das heißt, wir müssen demnächst dann den Turm reparieren. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Quest ist denn jetzt? Gipfel des Berges. Sprich mit dem Ladenbesitzer. Vielleicht weiß er etwas. Er scheint ein Auge auf alles hier zu haben. Nee, wir werden jetzt mal die Abigail anlügen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wo Schäfchensuche und sowas ist und wann das kommt, wahrscheinlich erst, wenn wir das alles repariert haben, hä? Gehen wir noch schnell Abigail anlügen. Oh weia. Wir müssen jetzt die Abigail anlügen. In 1003! Uiuiuiui! Noch was Meter. Warte mal. Wo bin ich denn hier? Auf der anderen Seite vom Berg, ne? Egal.
Okay. Bus fahren, ja, dann müsste ich jetzt die nächste Bushaltestelle suchen. Ah, wer hätte es gedacht? Ich habe eine Bushaltestelle gefunden. Aber ich komme nicht über den Zaun. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ach, die Brücke müssen wir auch noch reparieren. Ich weiß, ich weiß. Busfahren. Busfahren ist immer nett. So, wir wollen da oben hin. Hier wollen wir hin. Da ist direkt ein Bus. Guck mal. Gibt es in dem WG Fallschaden? Nein, bis jetzt wüsste ich nicht, dass es hier Fallschaden gibt. Tatsächlich nicht, nee. So. Die Abigail. Die Abigail. Hat hier kein Tor. Das war doch die Schnepfe, ne? Die immer so. Ah ja. Die trägt noch die gleichen Klamotten wie früher. Abigail Lou Warden? Ja. Ich bin wegen deines Mannes hier. Er bat mich, dir mitzuteilen, dass... Oder die Wahrheit, dein Mann ist beim Angeln, aber er hatte Angst, es dir zu sagen. Ihr dürft zwischen 1 Lüge und 2 Wahrheit dürft ihr aussuchen. Philipp sagt Lügen. Frau Flo sagte Wahrheit. Kettwiesel sagt Lügen. Jens sagt Lügen. Enno sagt Wahrheit. Mero Wahrheit. Oma Lissi sagt Lügen. Giglio sagt Lügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lügen. 7 Lügen und 3 Wahrheiten. Oh. 4 Wahrheiten. Willkommen zurück, liebe Grit. Helmut sagt Wahrheit und Proxima auch Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal Lüge. ich wünsche dir eine ruhige Schicht, lieber Enno. Lass dich nicht ärgern. Und morgen früh dann süße Träume. Also wir haben 7-mal Lüge. Dann werden wir lügen. Noch eine Wahrheit. Jetzt haben wir 7-7, Jürgen. Lieber Helmut, sei willkommen. Jetzt haben wir 7-7. Jetzt muss ich das entscheiden, oder was? Das ist aber nicht nett. Kann immer noch jemand wählen, der noch nicht gewählt hat. Warte mal. Wer hat... Excel hat noch nicht gewählt, oder? Excel! Kettwiesel spendiert 100 Bits. Wahrheit. Wahrheit, Wahrheit. Besser wegen gute Punkte. Okay. Excel sagt 2 Wahrheit. Damit ist es besiegelt. Dein Mann ist beim Angeln, aber er hatte Angst, es dir zu sagen. Er kommt morgen zurück und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich weiß. Es macht mir nichts aus. Ich habe keine Ahnung, warum er seine Liebe zum Fischen versteckt. Aber du bist ein ehrlicher junger Mann. Ich schätze es, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir. Hier. Für dich. Ich habe ein Glas Honig bekommen. Und gesunder Honig kann so gegessen werden oder in der Küche verwendet werden. Ich weiß zwar, was man sagen sollte, aber ich sag nichts. Ich habe tatsächlich das schon gespielt. Bis auf die Kinder habe ich alles. Die Kinder habe ich nicht geschafft. Ich habe sie monatelang im Bett gehabt, aber habe es nicht geschafft, lieber Helmut. Aber das ist tatsächlich schon 1,5 Jahre her, wo ich das gespielt habe. Wir haben vorhin, wo wir den Stream begonnen haben, Mai 21 habe ich das letzte Mal Lumberjack gespielt. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich gewählt habe und was nicht. Und in der Zwischenzeit sind ja auch nur einige Sachen gekommen, wo ich das anders und besser hatte, ne? Sie steht auf dich, aber ich würde sie nicht nehmen. Also sie gefällt mir tatsächlich nicht. Hi. Schön, dich zu sehen.
Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Wirklich. Ja, dann ich muss gehen. So überflüssig wie ein Kropf. So. Hallo. Hi. Ob die mir noch Gerüchte erzählt? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, James hat ein paar Probleme. Du weißt schon, mit seinen Häusern. Er ist ein anständiger Kerl, James. Schade, dass er sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Bis später. Ich hab's jetzt auch wieder ausgepackt. Beim letzten Mal vor einem Jahr sind mir die tiefliegenden Autos entgegengekommen. Da habe ich es erstmal beiseite gemacht. Ich hatte immer fliegende Baumstämme, tatsächlich. Das hat sie erst gegeben, als ich dann nachher den Ponz hatte. Hallo, wer bist denn du? Hey, Schnuckiputzi, bleib mal stehen. Hallo. Oh, nee. Sophia. Hallo. Hi. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich wünschte nur, unser Bürgermeister würde sich so sehr um uns kümmern, wie er sich um sein eigenes gieriges Ich kümmert. Oha! Bis dann. Das, Also, ich frag jetzt mal, ich bin ja nicht so... Glaubst du das wirklich? Muss alles schwarz sein, ne? Aber mal ganz ehrlich... Diese Kombination, was sie trägt. Jetzt mal so. Ich meine ja nur so. Camilla. Oh, du hast aber schöne Wangen, Camilla. Dein Anzug ist nun ja, aber du hast schöne Wangenknochen. Und wunderschöne Lippen. Hallo. Schön, dich zu sehen. Oh, und eine schöne Stimme. Möchtest du handeln? Sicher. Was hast du denn? Zeig mal. Du hast nix. Was ist los bei dir? Du möchtest handeln, aber du hast nix. Hallo. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ich würde mal sagen, Bundeswehr-Schottenrock-Style. Ja, aber die Schuhe passen du wirklich, Helmut, die passen nicht dazu. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass einige Seen da oben im Norden verschmutzt sind. Das ist wirklich eine Schande. Als nächstes gibt es tote Fische und was dann? Das ist wirklich furchtbar. Viel schlimmer wären sie, die Fische, wenn sie drei Augen hätten. Okay. Also, wir haben das Abigail gesagt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück zu unserem Ryan. Da flitzen wir mal ganz schnell hin.